startfrei zum 9., pardon, zum 10. Rennen. Gewinnen ist Bingo-Rennen. Startfrei, also favorisiert die 6 Wire to Win, nicht am Ablauf. Die 12 Femina und die 15 Sophie Le France. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Das war der Start zum 10. Rennen. Gewinnen ist der Bingo-Rennen Wire to Win. Erwartungsgemäß am schnellsten flott. Die Favoritin setzt sich hier an die Spitze, übernimmt das Kommando aus dem Ratzfahrt. Innen sieht man kleiner Stern vor Rosolemio und Poseidon Roux. In Bälde ist der erste Bogen durchlaufen. Wire to Win hat an der Spitze einen Vorteil von etwa 1,5 Längen gegenüber Programm Nummer 4 Ratsfahrzinnen, dahinter kleiner Stern. Dann klafft schon eine relativ große Lücke zu Programm Nummer 1 Usole Mio. Mitte der Gegenseite drückt außen Ratsfahrz auf das Tempo. Dieses wird akzeptiert von Wire to Win. Innen Wire to Win, außen Ratsfahrz, der nun ein wenig zurückgenommen wurde und die zweite Position bezieht. Etwa Mitte des ersten Bogens, Wire to Win vor Ratsfahrz, dann sieht man kleiner Stern hier weiterhin in dritter Position. Das Tempo wurde jetzt deutlich langsamer hier in unserem 10. Tagesbewerb. Es führt weiterhin Wire to Win, dahinter liegt Ratsfahrts, kleiner Stern, Usole Mio, Außenrücken, unter anderem Alphons Venus und auch Ellie Venus auf, hier gut dabei auch MS Stormfire. Ratsfahrts orientierte sich eine Runde vor Schluss wieder nach außen, Wire to Win an der Spitze, außen Ratsfahrts in ein kleiner Stern, dann Alphons Venus hier in vierter Position. Dann sieht man dahinter Eli Venus an der Innenkante Usole Mio. Dann folgt hier MS Stormfire vor Poseidon Roux. Der Pulk ist jetzt sehr, sehr gut beisammen. Vom Ende des Feldes probiert es nun der Dominator. Etwa Mitte der Gegenseite startet auch Beauty Lady BMG hier eine Attacke. An der Spitze weiterhin Wire to Win, außen Ratsfahrt, so das Geschehen jetzt bei Erreichen der Schlusskurve, wo auch Alphons Venus zum Angriff schreitet. Wire to Win hat an der Spitze wieder zugelegt mit Thomas Reuer. Wire to Win, Ratsfahrt fällt hier ruckartig zurück. Wire to Win hat einen Vorteil von etwa 4-5 Längen gegenüber der Konkurrenz. Ganz außen Beauty Lady BMG, innen kleiner Stern. Aber Wire to Win ist bei Erreichen der Endgeraden der Konkurrenz enteilt. Praktisch allein hier auf weiter Flur. Wire to Win und Thomas Reuer sind hier voraus. Außen kommt allerdings Beauty Lady BMG mit großen Schritten näher. Wire to Win. Beauty Lady BMG, Miss Luna BMG, Miss Luna BMG an der Außenseite bei der Sieg geht an Wire to Win. Konkurrenz enteilt, praktisch allein hier auf weiter Flur. Wire to Win und Thomas Reuer sind hier voraus. Außen kommt allerdings Beauty Lady BMG mit großen Schritten näher. Wire to Win. Beauty Lady BMG, Miss Luna BMG, Miss Luna BMG an der Außenseite bei der Sieg geht an Wire to Win.